Griechenlands Bankaktien, wenn es einen Sektor gibt, der wirklich zertrümmert worden ist die letzten Jahre und in der Griechenland-Krise, dann sind es die griechischen Bankaktien. Massive Kursverluste und inzwischen auch in den meisten Fällen Penny Stocks. Aber manche Anleger, die geben die Hoffnung nicht auf und tatsächlich, es gibt auch ein paar Neuigkeiten in dem Sektor, die sehr interessant sind und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Dass die griechischen Bankaktien da so stark unter Druck gekommen sind, das wundert einen eigentlich nicht so. Es gab ja die jahrelange schwere Griechenland-Krise. Es gab einen Schuldenschnitt von 50% bei griechischen Anleihen. Das hat die griechischen Banken natürlich hart getroffen. 2015, da hatten wir dann ja auch noch mal diese Verschärfung unter Alexis Tsipras, Bankenrun, Schließung von den Banken, Kapitalverkehrskontrollen und natürlich auch die Krise ganz allgemein in Griechenland für die Wirtschaft, für die Bevölkerung. Bruttoinlandsprodukt, das um 25% geschrumpft ist in einem Jahrzehnt. Das hat dann eben auch dazu geführt, zu massiven Ausfällen bei Krediten, bei Hypothekendarlehen, bei Firmenkrediten, bei Verbraucherkrediten. Keiner konnte mehr zahlen, keiner konnte mehr für seine Schulden aufkommen. Das hieß für die Banken eben immense Ausfälle, die das Kapital der großen griechischen Banken dann eben auch aufgefressen haben. Es gab drei Kapitalerhöhungen. Allein der griechische Staat, der hat schon 50 Milliarden Euro in die Banken gepumpt, damit die wieder Kapital kriegen. Und bei diesen Kapitalerhöhungsrunden, das ist klar, da ist natürlich für die Altaktionäre auch so gut wie nichts übrig geblieben. Und das sieht dann alles so aus. Hier als Beispiel National Bank of Greece. 10 Jahre, die alten Kurse hier hinten, die sind bereinigt um die Kapitalerhöhung jeweils. Und da hätten wir dann bereinigt einen Kursrutsch von 40.000 Euro, wenn man das überschlägt, auf 1 Euro und 2 Cent momentan. Oder Alpha Bank auf 10 Jahre von 390 Euro ungefähr auf 1,23 Euro. Und bei den anderen Banken, da ist es genau das Gleiche. Das war die Wertentwicklung bei den griechischen Banken und es ist eigentlich sogar ein Wunder, dass es die vier großen Banken überhaupt noch gibt. Aber es hat in all den Jahren auch immer Leute gegeben, die haben gesagt, jetzt sind die griechischen Bankaktien wirklich zu billig. Griechenland erholt sich jetzt wieder, es geht wieder aufwärts volkswirtschaftlich und außerdem seien die Banken jetzt nach diesen Kapitalerhöhungsrunden auch fast schon überkapitalisiert. Und das waren auch nicht nur Kleinanleger, die sowas gesagt haben, da waren auch große Institutionelle dabei, große amerikanische Hedgefonds beispielsweise, die viel Geld investiert haben in griechische Banken mit dem Argument, man sieht da jetzt eben alles viel zu schwarz, die Banken, die seien viel mehr wert, als sie momentan gehandelt werden. Und das werde man dann schon sehen, wenn sich Griechenland auch wieder erholt. Bis jetzt war es aber leider nicht so. Zum Beispiel in diesem Frühjahr, da sah es eigentlich mal kurz sehr gut aus. Griechenland war ja dann nach vielen Jahren nicht mehr abhängig von den europäischen Hilfsprogrammen und bei den Banken, da gab es den EZB-Stresstest im Mai und den haben die auch alle bestanden. Also es sah wirklich nicht schlecht aus und trotzdem seit Frühjahr haben sich die griechischen Bankenaktien teilweise nochmal halbiert, teilweise sogar noch stärker gefallen, weil man ist am Markt allgemein wieder vorsichtig geworden. Italien kam hoch, Angst vor einer neuen Schuldenkrise im Euroraum. Und da macht man sich dann natürlich auch wieder Sorgen um die griechischen Banken wegen der ausfallgefährdeten Kredite dort, die immer noch immens hoch sind. Und man hat dann jetzt eben auch wieder verstärkt befürchtet, da kommen die nicht mehr runter von diesen Bilanzrisiken. Da brauchen die wahrscheinlich nochmal Kapital, vielleicht auch dann mit entsprechenden Kapitalerhöhungen und
wieder Verwässerung der Aktionäre. Und es ist ja auch so, also die ausfallgefährdeten Kredite, die liegen jetzt bei den vier großen griechischen Banken bei 88,6 Milliarden Euro im Bankensystem. Das ist die Hälfte vom Bruttoinlandsprodukt und es sind 47,6% von allen Krediten, die die griechischen Banken in den Büchern stehen haben, also fast 50% von allen Bankkrediten in Griechenland, von allen Krediten, die gerade ausstehen, sind ausfallgefährdet. Das ist enorm hoch, das ist gefährlich, das ist ein Tanz auf dem Vulkan natürlich und das ist auch beispiellos auf der Welt. Also wir haben hier eine Grafik von Bloomberg, oben sind die vier griechischen Banken. Piräus Bank, Anteil Ausfallkredite fast 55%, Alpha Bank über 50% und die anderen zwei auch jeweils über 40% noch. Und wenn wir es vergleichen jetzt mal mit den zwei italienischen Banken unten, um die wir uns ja so viel Sorgen machen, einmal 13%, einmal 9%, das ist viel weniger noch im Vergleich. Und allein das zeigt uns ja schon, wie angeschlagen, da die griechischen Bankbilanzen sind. Wenn es sowas gibt wie Zombie-Banken, was man ja oft gehört hat, dann sind das eindeutig die griechischen Banken immer noch. Und man muss sich da natürlich dann auch nicht wundern, dass die Anleger da bei solchen Banken immer wieder auch sehr nervös, werden, je nach Marktumfeld. Die Banken selber, die versuchen schon, dass sie die Kredite abbauen und sie sind dabei eigentlich auch im Plan. Sie sind da, so wie sie es mit der EZB auch abgesprochen haben. Also im zweiten Quartal zum Beispiel, da konnte man das Ausfallkreditvolumen wieder verringern um 4% zum Vorquartal. Das entspricht ganz klar auch dem Tempo nach den Absprachen, die man da getroffen hat mit der EZB. Aber es dauert natürlich schon alles sehr lang. Man braucht immer wieder Rückstellungen. Man muss immer wieder Rückstellungen bilden, wenn man zum Beispiel so ein Kreditpaket abstoßen will, weil man die ja dann meistens deren Wert da noch abschreiben muss teilweise. Und das belastet immer die Bilanz, das verzehrt viel Kapital und von den Gewinnen, die die griechischen Banken ja wieder machen, so wie ist es ja nicht. Da ist aber der größte Teil auch immer draufgegangen in den letzten Jahren für solche Rückstellungen. Also das Kapital, das wächst auch nicht mehr und man kann umgekehrt auch nicht mehr so viel ab, auch nicht so viel abschreiben an faulen Krediten, wenn man nicht das entsprechend wachsende Kapital hat und man kann sein Geschäft dadurch natürlich, wenn man so viele Problemkredite hat, auch nicht mehr großartig ausweiten. Man ist da also wirklich gefangen und die Banken stecken da in dieser Situation auch mehr oder weniger fest. Da stellt sich irgendwo die Frage, wie ist sowas überhaupt möglich? Solche Ausfallkreditquoten, warum gibt es diese Banken überhaupt noch und warum haben die jetzt sogar Stresstests bestanden? Das liegt einerseits am Eigenkapital natürlich, das ist okay bei den griechischen Banken. Uns liegt daran aber auch, was steht diesen Problemkrediten gegenüber in der Bilanz? Wie ist das abgedeckt, dieses Ausfallrisiko? Das nennt sich Coverage Ratio. Wir haben die Kredite auf der einen Seite, die Kredite, die platzen könnten, und auf der anderen Seite haben wir Rückstellungen, die man schon gebildet hat, und zusätzlich noch Sicherheiten eventuell, sofern die vorhanden sind. Und wenn man das zusammenzählt, die Rückstellungen, die schon gebildet worden sind, plus die Sicherheiten, und wenn das dann über dem Ausfallkreditvolumen liegt, dann kann man sagen, naja, das Ausfallrisiko wäre damit abgedeckt, das ließe sich jetzt dann wohl verkraften, auch wenn es vielleicht nicht ganz so sicher ist, ob man die Sicherheiten dann auch wirklich kriegt, so wie man sich das so vorstellt als Bank und ob man die dann auch entsprechend verwerten kann. Aber wie sowas aussieht, ich zeige es Ihnen mal hier in
einer Bilanz oder Bilanzpräsentation zumindest von der National Bank of Greece, drittes Quartal. Da haben wir unten die Rückstellungen, die schon gebildet worden sind, Cash Coverage und oben Collateral Coverage, also wie viel von dem Kreditvolumen ist zusätzlich noch abgedeckt durch Sicherheiten. Und Sicherheiten plus Rückstellungen, wie gesagt, das ist die Gesamtabdeckung. Also ganz links zum Beispiel, da sind ja die Hypothekendarlehen. 45% sind ausfallgefährdet davon, das können wir sehen. Und davon sind aber 42% schon abgedeckt durch Rückstellungen. Und wir haben aber noch dazu oben die Sicherheiten, also wahrscheinlich Immobilien, die decken dann nochmal 72% ab von dem Volumen. Das würde heißen, 42% plus 72% sind 114%. Ausfälle wären also abgedeckt zu über 100%. Theoretisch, dass man die Immobilien dann kriegt und dass man die so einfach so verwerten kann. Auch das war natürlich nicht ganz so einfach in den letzten Jahren. Und es stecken bei sowas auch immer Schicksale dahinter, das darf man auch nicht vergessen. Aber hier rechts davon, zweite Säule. Konsumkredite, als nächstes Beispiel. Da sind die Sicherheiten natürlich nicht so hoch, wie das halt ist bei Verbraucherkrediten. Also die Sicherheiten oben, die sind nur 12% vom Volumen in dem Fall. Aber dafür haben wir schon 92% abgedeckt durch Rückstellungen. Dann genauso mit dem nächsten Posten, also Wertpapierkredite, Firmenkredite und dann gibt es da in Orange die Gesamtrechnung auch, also 42% notleidender Kreditanteil insgesamt und der abgedeckt zu 60% durch Rückstellungen und zu 59% zusätzlich nochmal durch Sicherheiten. Also die Coverage Ratio wäre damit bei 119 Prozent bei der National Bank of Greece. Und so funktioniert das. Drum wird da bilanziell noch einiges durchgewunken und das ist hier bei der National Bank of Greece auch gar nicht so schlecht, zumindest im Vergleich mit anderen griechischen Banken. Aber es ist natürlich trotzdem problematisch. Es kann da immer was verrutschen. Es ist natürlich auch eine riesige Last für die jeweilige Bank und es ist damit ja auch völlig klar, diese ausfallgefährdeten Kredite, das ist das große Problem im griechischen Bankensektor. Das lähmt die Banken, die fressen Kapital und es sind einfach große Risiken, die den Anlegern auch Angst machen natürlich. Und das lähmt nicht nur die Banken selbst auch, sondern es lähmt die ganze Wirtschaft, weil die Banken nicht beweglich sind wegen ihrer Kreditrisiken und weil sie dadurch auch die Wirtschaft nicht so versorgen können mit Geld, wie dies eigentlich bräuchte momentan. Und es ist drum auch für den griechischen Staat sehr wichtig, dass die Banken jetzt da endlich mal gesund werden oder gesünder, zumindest halbwegs gesund, dass die ihre Problemkredite mal wegkriegen, so schnell wie möglich. Und das ist vielleicht auch das Interessante momentan für den Anlegern, weil es gibt jetzt insgesamt drei Pläne regierungsseitig, wie man den Banken jetzt da helfen könnte, wie man denen die Kredite abnehmen könnte und zwar jeweils ohne neue Kapitalerhöhung. Und der wichtigste dieser Pläne, der ist von der griechischen Notenbank, den kennen wir seit Ende vorletzter Woche und das ist hochinteressant. Der würde ungefähr so funktionieren, also die Banken, die haben ja Eigenkapital, aber ein Teil von diesem Eigenkapital, das sind Steuerforderungen gegenüber dem griechischen Staat, latente Steuerguthaben. Kann man ausweisen, sowas als Eigenkapital, ist aber trotzdem eher so lala. Also Forderungen an den griechischen Staat, der ja sowieso schon immens verschuldet ist, das überzeugt jetzt nicht alle Beobachter. Und wir sehen hier auch wieder eine Grafik von Bloomberg, das Eigenkapital der griechischen Banken. Und wie hoch da der Anteil ist von diesen
Steuerguthaben, die sind hier in Rot und das ist auch so ein Grund, warum wir beim Bankeneigenkapital in Griechenland auch nicht so viele Leute so richtig überzeugt sind. Und die Notenbank, die griechische, die sagt jetzt aber zu den Banken, gebt uns solche Steuerguthaben für 7,5 Milliarden Euro, die kommen dann in eine neue Gesellschaft, in ein Spezialvehikel als Kapital und die Gesellschaft, die finanziert sich dann am Markt, die gibt Bonds aus, Anleihen und die statten wir auch teilweise mit Garantien aus. Und wenn die Gesellschaft dieses Spezialvehikel, wenn das dann finanziert ist, dann kauft sie euch Problemkredite ab und verwertet die dann selber und ihr seid die dann los. Und da geht's so wie der Plan ist momentan um Kredite von 42 Milliarden Euro. Das heißt, die Hälfte oder fast die Hälfte von allen Ausfallkrediten im griechischen System, die wäre weg damit auf einen Schlag oder sie wäre zumindest weg aus Sicht der Banken. Die wären dann anderweitig verwaltet. Das kostet erstmal Eigenkapital natürlich, aber wenn man es in Relation setzt mit dieser Befreiung von den Ausfallkrediten in so einem Umfang, dann wäre das ein großer Fortschritt und könnte die Banken enorm entlasten, so dass sie mit dem ganzen Rest von den übrigen Ausfallkrediten wahrscheinlich auch schneller fertig werden müssten, als man das momentan glaubt. Und dieses Damoklesschwert von dieser immensen Kreditlast, das wäre damit zwar insgesamt nicht weg, aber die Belastung wäre natürlich viel, viel geringer, wenn das alles klappt. Und ich persönlich, ich finde das sehr interessant, weil die griechischen Bankaktien, die sind natürlich ausgebombt und das operative Geschäft, das die haben, das läuft eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn nicht so viel Geld draufgehen würde, immer für Rückstellungen, für Ausfallkredite. Und wenn man das nicht mehr in dem Umfang hätte, man könnte dann das Geschäft auch ausweiten, man kann dann auch mehr Neugeschäft wieder machen, wenn die Last mal weg wäre oder wenn sie sich verringert. Die Bankaktien, die sind jetzt billig, man preist hohe Risiken schon ein am Markt, man preist auch ein, dass die Banken eigentlich in den nächsten Jahren so gut wie keinen Gewinn ausweisen werden, so gut wie kein neues Kapital bilden werden wegen dieser Problemkredite und dieses Risiko, wie gesagt, das fällt dann, wenn diese Rettungspläne zustande kommen, das fällt dann nicht ganz weg, aber es würde stark zurückgehen. Und das ist auf dem Preisniveau, das die griechischen Bankaktien haben, dann schon wieder interessant. Außerdem, es gibt noch zwei Rettungspläne. Der eine ist von der Regierung, der andere vom HFSF. Das ist der griechische Bankenrettungsfonds oder der griechische Rettungsfonds. Das ist ein ähnlicher Plan eigentlich, auch ein Spezialvehikel, der den Banken Problemkredite abnimmt, abkauft. Der Unterschied ist, der würde direkt mit Cash ausgestattet werden, mit Bargeld arbeiten. Das heißt, er wäre vom Volumen her wahrscheinlich geringer. Er könnte den Banken wahrscheinlich abnehmen, so ungefähr Kredite im Wert von 15 Milliarden Euro wäre aber auch schon eine ganze Menge. Und die griechische Regierung, die plant zum Beispiel Dinge wie staatliche Garantien für solche Problemkredite in solchen Vehikeln in einem gewissen Umfang, natürlich nur dann Subventionen für bestimmte Tilgungen bei Hypothekenkrediten, zum Beispiel von kleineren Kreditnehmern, und das wäre auch schon eine große Entlastung für die Banken unter Umständen. Und das alles, diese ganzen Pläne, die schließen sich gegenseitig auch nicht aus, sondern die sind kombinierbar. Die kann man im Prinzip alle in Anspruch nehmen als Bank, und das heißt dann natürlich, was die
Ausfallkredite betrifft. Es kommt jetzt wirklich Hilfe von allen Seiten. Das ist natürlich alles nicht so einfach mit diesen Plänen. Das muss man koordinieren, das muss sich finanzieren lassen. Da braucht man auch ein Marktumfeld entsprechend. Und es muss einiges sicherlich auch genehmigt werden, erstmal von der EZB. Aber insgesamt, auch wenn nicht alles kommt, da die Banken kriegen möglicherweise schon trotzdem in nächster Zeit Hilfe in einem erheblichen Umfang. Und so wie es aussieht, diesmal eben auch nicht auf Kosten der Aktionäre, nicht mit Kapitalerhöhungen. Und es gibt bei der ganzen Geschichte auch noch einen Spezialfall, nämlich Eurobank Ergasias. Und den behandeln wir demnächst ausführlich im Zukunftsmärkte-Report. Eurobank Ergasias, die verlassen sich hier noch nicht mal auf den Staat oder auf die Notenbank, sondern die gehen gerade einen eigenen Weg. Eurobank geht jetzt zusammen mit einem großen Immobilienfonds und da fließt der Bank frisches Kapital zu über diesen Aktientausch von 900 Millionen Dollar und dadurch kann die Bank jetzt selbst so ein Spezial Vehikel aufbauen und Kredite auch selbst auslagern, braucht dazu also niemand anderen. Und das ist ein sehr interessanter Sonderfall. Der Zukunftsmärkte-Report von uns, der ist umsonst übrigens, der kommt regelmäßig immer mit speziellen Analysen und Empfehlungen und den kriegen Sie hier und unter dem Link www.zukunfts-märkte.de. Und nächste Woche, wie gesagt, ausführlich Eurobank Ergasias und der ganz spezielle Sanierungsplan da. Und ich sage jetzt nur mal, so viel geplant ist, dass man mit diesem Spezialvehikel die Ausfallkreditquote auf 15% nur noch senkt und bis 2021 sogar nur noch in den einstelligen Prozentbereich. Und was dann noch dazu kommt, die Bank hat letztes Jahr schon vor Abschreibungen, also vor diesen Rückstellungen, wieder einen Gewinn gemacht von 800 Millionen Euro. Und das bei einem Börsenwert von momentan 1,2 Milliarden Euro. Oder wenn man es mit dem Fonds kombiniert, ungefähr 2 Milliarden Euro. Entschuldigung, aber das alles demnächst im Detail im Zukunftsmärkte-Report www.zukunfts-märkte.de. Also, Fazit: griechische Bankaktien, also das, ich will da nicht falsch verstanden werden, griechische Bankaktien, die sind definitiv sehr spekulativ, das sind sie schon lang und das ist einfach so. Es gibt hohe Risiken, es gibt ja auch noch politische Risiken oder das allgemeine Marktrisiko. Man muss für sowas schon der Typ sein als Anleger und man sollte da jetzt sicherlich auch nicht zu viel einsetzen, meiner Meinung nach. Man sollte da keine großen Summen einsetzen. Man sollte auch sein Risiko besonders im Blick haben, Stops setzen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, die Situation ist nicht uninteressant. Die ist für die griechischen Bankaktien wahrscheinlich so gut, wie sie es schon lange nicht mehr war. Der Sektor ist schon spekulativ, aber dem Risiko, das wir da haben, dem stehen auch Chancen gegenüber, würde ich sagen, mittlerweile. Und die sind auch nicht unerheblich, wenn man mit sowas umgehen kann und umgehen will auch. Man muss ja nicht. Und das alles wie immer von meiner Seite, also einfach eine persönliche Meinung natürlich, persönliche Meinungsäußerung, jetzt nicht unbedingt eine Anlageempfehlung. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Da geht es dann um Putin, um Russland und um die Lage da politisch, wirtschaftlich. Der russische Aktienmarkt, der ist ja sehr günstig, der hat sich auch ganz gut erholt wieder die letzten Jahre. Und wir stellen uns dann eben auch die Frage nach den Sanktionen, wie hart sind die denn jetzt wirklich? Wie hart treffen die die russische Wirtschaft noch oder den russischen Aktienmarkt? Also verpassen Sie es nicht, melden Sie sich hier an beim Zukunftsmärkte-Kanal und bei der Anmeldung auch gleich am besten die Glocke drücken, dann bekommen Sie die neuen Beiträge auch immer ganz aktuell. Dann vielleicht bis bald, bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg mit Ihren Investments und wie immer natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen.